Wie viele Sufis, die diesen Dhikr machen, die denken wirklich, es geht mir gut danach. Kennt ihr diesen Dhikr? Ich kann ihn jetzt nicht vormachen, ich kann Kopfschmerzen. Diese Hullahu-Geschichten, kennt ihr? Es gibt Leute, was sagen sie dir? Nach diesem Dhikr geht es mir richtig gut. Sagen sie die Wahrheit? Er könnte so etwas empfinden, aber nach unserer Religion könnte es ihm nicht gut gehen. Warum? Weil er eine Sunna macht oder eine Bid'ah? Eine Bid'ah. Aber versteht ihr, was ich meine? Er spürt angeblich, dass er was Gutes hat. Dass er etwas Gutes empfindet. Aber dieses Gute ist niemals gut in unserer Religion, weil das falsch ist, was er tut. Ich hoffe, man hat verstanden, was ich gesagt habe. Wallahu ta'ala. Tfadl.